Einen wunderschönen guten Tag. Ja, der Kreativfalter kommt mit einem Designteam-Beitrag von der lieben Betty, der Kräuterhexe. Sie hat ja keinen eigenen Kanal, ist aber dennoch in meinem Designteam und sendet mir immer ihr Werk zu, was ihr dann auch über den E-Mail-Link, also über ihren Kanal. Also, wirklich. Also, in der Infobox ist eine E-Mail-Adresse von ihr drinne, wo ihr dann euch bei ihr melden könnt, wenn ihr Interesse an diesem Werk eben halt haben solltet. Es wird dann entweder von mir ausgesendet oder aber, wenn es denn sich schon wieder bei ihr befindet, von ihr aus, aber das werdet ihr dann eben halt erfahren, wenn ihr euch bei ihr gemeldet habt. Ich werde jetzt hier mal reingucken. Hier ist nämlich Post für mich. Da sendet sie mir dann immer Informationsmaterial. Also Informationen, kein Material, sondern Informationen, die dieses Werk eben halt betreffen. So, dann fangen wir mal an. Ich mache mal hier diese schöne Serviette runter mit einem total hübschen Hasenmotiv. Da muss ich doch mal glatt gucken, ob ich das nochmal einsetze demnächst, weil bald ist ja Ostern. Und dann haben wir hier nochmal eine Serviette. Da könnte man richtig schöne Osterkarten draus machen. Und da ich ja auch noch ziemlich große da habe, also so eine großen Kartenrohlinge, würde das sich sogar sehr gut anbieten. Ich nehme mal alles hier raus. Ach, das ist aber lieb. Hat sie mir wieder eine von meinen Verpackungs, Tütchen wieder mitgeschickt, worin ich die Stanzteile immer verpacke. Ich bin mal gespannt, was hier noch alles. Und eine Klarsichtfolie. Denn ja, bei mir geht es auch nicht so ganz ohne Papier. Ohne Plastik. Ich bin noch nicht richtig wach. Es ist noch sehr früh am Tag. Ja, Werbung wegen Markennennung. Und hier hat sie mir Verpackungsdings mitgeschickt, damit es nicht im Paket rumruckelt. Und dann haben wir hier irgendwas. Das ist aber, gehört das auch zum Designteam? Schauen wir doch mal, was sich hier drinne verbirgt. Ach Gott, ach du bist doch ein Schatz. Da hat sie mir wieder eine meiner Leidenschaften mitgeschickt, Holzbuchstaben. Das ist total lieb, denn ja, mein anderes Projekt ist in der Endphase und dann kann ich endlich wieder richtig loslegen und selbst auch am Basteltisch sitzen. Da freue ich mich ganz dolle drüber. Danke, Engelchen. Und noch eine schöne Serviette. Die werden wir mal schön glatt machen. Und dann kann die nämlich nochmal weiterverwendet werden. Ja, da könnte ich praktisch 12 Karten draus machen. Ich bin zwar nicht so der Typ, der identische Karten macht, aber bei diesem Motiv bietet sich's ja nun mal an. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen mal das Stück hier aus. Oh, was kommt denn da zum Vorschein? Das sieht ja schon durch den Stoff total genial aus. Also sie hat mir mitgeteilt, Zauberfreunde werden hier definitiv auf ihre Kosten kommen. Und da bin ich schon mega gespannt. Also hier vorne hat sie ein paar transparente Sticker aufgebracht. Hier ist ein gegossenes Schlüsselelement drauf. Also hier ist ein Schloss praktisch. Jetzt muss man, mit einem Gummiband wird das Ganze zusammengehalten. Man könnte es auch aufmachen, aber man kann es auch ebenso gut einfach nur rüberziehen. Und hier hat sie richtig schöne, schwere Perlen aufgezogen. Die sind traumhaft schön. Die glänzen dermaßen, das glaubt man gar nicht. Ja, jetzt muss ich mir hier meinen Spickzettel irgendwo hinlegen, damit ich auch gar nichts vergesse. Denn sie hat mir natürlich zu diesem Journal noch ein paar Informationen mitgeschickt. Und dann machen wir das mal auf. Also, auf der ersten Seite, man sieht es schon. Ja, also das Thema geht um Harry Potter. Da sind so ganz viele kleine Kärtchen drin, die die einzelnen Häuser beinhalten. Dann hat sie hier oben von meinen,
neuen Aufklebern, die kommen demnächst in den Shop. Ex Libris, da kann man dann eintragen, ja, wem es gehört. Und hier drinne verbirgt sich ein kleiner Hexenbesen. Das ist total süß. Hier unten ist wieder ein Standsteil aus einem meiner Eulensets. Und hier hat sie, ja, so etwas kräftigen Karton schön geknautscht. Ich denke mal, der war in Originalfarbe schwarz und ist dann mit Wachsen hier drüber gegangen. Total genial, dieser Effekt. Also finde ich richtig schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dieses ganze Objekt kann man eben halt entweder als einzelnes Journal benutzen oder aber als eine Signatur, wenn man vorhat, ja, sich eben halt ein Zauberbuch zu machen. Jetzt muss man hier gucken, nicht, dass mir hier mein Schild verschwindet. So, damit ihr auch alles wirklich gut sehen könnt. Es gibt übrigens jetzt bei YouTube eine Zoom-Funktion. Das heißt, wenn ihr mit beiden Fingern auf den Bildschirm, also auf den Monitor geht von eurem Handy, dann könnt ihr es größer ziehen. Das funktioniert natürlich nicht am PC, aber am Handy auf jeden Fall. Und am PC hat man ja sowieso eine größere Darstellungsfeld. So, irgendwie sollte ich vielleicht nochmal einen Kaffee trinken. Ganz toll gemacht. Hier ist eine Tasche eingearbeitet, wo man dann auch wieder ein schönes Papier rausholen kann, was man selber noch gestalten kann. Sowohl die Innenseite, weil die ist weiß, aber eben halt hier vorne ist wieder ein Motiv. Ich denke mal, das wird wieder die Thematik Harry Potter beinhalten. Hier kann man noch was runterklemmen. Ich habe hier mal so eine Karte. Da kann man schön was runterklemmen. Das bleibt auch gut haften. Hier oben hat sie dann mit Spitze gearbeitet. Ganz toll. Wirklich ganz toll. Hier sind dann auch wieder viele Kärtchen und Zettelchen mit drin, die man weiter verwenden kann. Hier ist so ein kleiner Flap drin. Ja, und das Papier, was hier verarbeitet, also einzelne Papiere sind von Ines, von Papier und Feder. Und mal gucken, wann wir zum nächsten. Ich selber persönlich weiß jetzt nicht, welche Papiere von Ines sind. Ich möchte es nur eben halt erwähnen, weil, ja, hier haben wir auch wieder eine Karte drin aus einem Filmausschnitt von Harry Potter. Ganz viele Stempel sind hier mit eingearbeitet. Hier haben wir auch wieder einen kleinen Zettel drin, den man beschriften kann. Wieder hier so einen schönen Flap. Dieses Papier hier ist von Birgit von bibo-dekowelt.de. Das ist handgeschöpftes Papier. Also wirklich reine Handarbeit, die liebe Birgit macht. Und auch ich bin vor kurzem in den Genuss gekommen, einige Bögen davon zu bekommen. Also sie hat mir ein kleines Überraschungspaket gesendet und da war solches Papier auch drin und ich freue mich schon ganz dolle drauf, damit was zu machen. Hier hat sie eine kleine Klammer runter und auch so ein geschöpftes Papier eben halt dran gemacht. Das ist eine Hexe aus meinen Sets. Die werden demnächst nochmal überarbeitet. Mal gucken, ob die wieder einziehen in den Shop. Und da haben wir auch schon die erste Seite von meinem Hexenpapier. Oder Zauberstunde heißt dieses Papier bei mir. Meine Seiten sind auf der Rückseite immer cremefarben, weil ich auf cremefarbenen 120 Gramm Papier eben halt drucke. Hier solltet ihr wirklich vorsichtig sein, wenn ihr mit Flüssigkeiten rangehen wollt, weil es ist eben halt mit Tintenstrahl gedruckt und ich habe es eben halt immer noch nicht geschafft, mich damit nochmal auseinanderzusetzen, also es rum zu experimentieren, wie stark oder wie gut kann man damit eben halt neue Effekte erzielen, ohne dass diese Tinte verschwimmt. Das kommt aber noch. Also wenn ihr das jetzt macht, dann macht ihr es auf eigene Gefahr, bevor ich nicht irgendwas dazu anderes gesagt habe. Ja, hier hat sie einen Transparentumschlag eingearbeitet. Oder ist das sogar selber geklebt? Nee, das könnte sogar selber geklebt werden. Also sie hat hier eine Tasche aus transparentem Papier eingearbeitet. Und auch hier wieder einen
Briefbogen drin. Diesmal hat sie ihn zusammengeklebt. Und hier ist auch wieder eine Filmkarte drin, die man natürlich von der Rückseite dann wieder beschriften kann. Ja, hier hat sie ein 3D-Element aufgepackt, eine Katze, die so ein bisschen, also das ist so eine Art Puffy-Sticker, die sind dann sehr erhoben. Hier hat sie auf dem Designpapier von mir noch einen Stempel aufgebracht mit Linienführung. Ja, ganz zauberhaft geworden. Hier ist eine Tasche drin, wo man was reinstecken kann. Hier hat sie ein Spitzenelement eingebracht, was auch mit Wachsen wieder nachbearbeitet wurde. Und auch die hier ist eine Spielkarte aus einem Harry Potter Spiel. Hier sind auch ganz viele Spielkarten drin. Hier hat sie aus dem Stanzteil-Set Zauberstunde ein Stanzteil-Set aufgebracht. Hier ist wieder eine kleine Eule. Hier ist ein Umschlag drin, auch mit ganz vielen kleinen Zusätzen. Ich werde sie nicht alle rausholen, damit ihr selber auch noch ein bisschen was zum Entdecken habt. Die Klappe von dem Umschlag hat sie dann praktisch hier raufgeklebt, so dass man die dann super benutzen kann. Coole Idee. Ja, hier kann man das aufklappen und dann hat man hier einen Brief von dem Schulleiter von Hogwarts. Jo. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich denke mal, das ist ein Papier von Papier und Feder. Gehe ich mal ganz stark davon aus, weil ich glaube nicht, dass das aus meinem Set ist. Manchmal weiß ich selber schon gar nicht mehr, was ich fabriziert habe. Hier ist wieder eine Spielkarte drunter. Das kann man abnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen auch geht. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Sollte ich vielleicht nachher nochmal machen. Dann könnte man die nämlich auch noch andersweitig einsetzen. Mal schauen. Ja, hier hatte ich mal so ein schwarzes Katzenset. Da muss ich mal gucken, ob ich die auch wieder aufnehme oder ob ich was anderes Tolles für euch noch finde. Aber es ist wirklich ein ganz tolles, zauberhaftes Junk Journal geworden. Hier haben wir die Seite der Bösen. Sieht man auch schon an den Totenköpfen. Dann ist hier eine schwarze Feder drinne mit, ich weiß nicht, ob sie das selber bestempelt hat mit Gold oder ob das schon so drauf gewesen ist, aber es spielt ja keine Rolle. Dann haben wir hier Spielkarten mit ganz vielen Bösen aus Harry Potter. Ich bin jetzt nicht so firm in der Thematik von dem Film, dass ich euch da jetzt sagen könnte, wer es ist. Vielleicht steht es auch drauf. Nein, es steht nicht drauf. Ich weiß nur, dass die ganz böse ist und die anderen eben halt auch. Da hat sie dann eben halt hier Taschen gemacht, dass die dann eben halt hier drinnen stecken, die Karten. Ja, hier ist wieder eine Filmszene, wo Harry Potter ganz, ganz viel Post bekommt. Hier haben wir wieder eine Transparenttasche. Das werde ich jetzt nicht rausholen, weil, wie gesagt, damit ihr noch was zum Entdecken habt. Hier hat sie eine Seite gemacht mit einem gestempelten oder besser gesagt schablonierten Schlüssel. Und da kann man dann Hexenrezepte eintragen. Finde ich total cool. Ja, auch hier wieder ein schöner Besen aufgetragen. Hier sind dann auch wieder viele Spielkarten drinne. Na, klebt der fest? Ach so, den hat sie wahrscheinlich festgeklebt, damit er jetzt nicht rausfällt, bis ihr entscheidet, wo er dann zum Schluss bleiben soll. Ja, hier wurde auch wieder schön gestempelt. Und so wie ich das sehe, ist sie hier Tatsache mit Flüssigkeiten rangegangen. Denn auf der Rückseite ist das Hexenpapier. Ach so, das ist das Hexenpapier von mir. Oder von Papier und Feder. Ach, ich weiß es nicht. Ich müsste erst nachgucken. Ich kann es ja mit ins Video reinschreiben, ob das jetzt das Papier von mir sogar ist. Weil ich habe mittlerweile so einige Junk Journal Sets drin, sodass ich das aus dem Kopf gar nicht mehr weiß. Hier ist noch eine Kerze eingearbeitet. Hier hat sie mit Strukturpass gearbeitet und ganz viele Schlüssel schabloniert. Ganz zauberhaft mit, Wachs.
ist sie darüber gegangen. Hier sind auch wieder ganz viele Kärtchen drin, die dann unterschiedliche Schauspieler beinhalten aus diesem Film. Das ist auch lustig. Hier hat sie zwei Kreise ausgestanzt und hat dann solche, ach Mann, wie heißen die denn? Ich weiß es nicht. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie man die nennt. Ja, es ist noch zu früh. Und das hat sie zweimal praktisch gemacht, sodass man sich die dann eben halt vielleicht sogar als Lesezeichen ja, festklemmen kann. Ja, das ist aus meinem Set. Und die Tatsache, sie hat wirklich, jetzt erkenne ich das nämlich hier unten an diesem Totenkopf, sie hat wirklich die Rückseite mit Flüssigkeiten bearbeitet und hier vorne ist nichts weiter passiert. Und sie ist auch hier mit Flüssigkeiten drüber gegangen, weil das sehe ich durch die Pinselstriche. Aber wie gesagt, alles auf eigene Verantwortung. Ich werde mich demnächst darum kümmern und euch dann dementsprechend auch mitnehmen, damit ihr auch die Effekte dann seht, was passiert. Ja, und hier haben wir dann noch einen Umschlag, den lasse ich zu. Ich gucke aber mal rein. Da ist nämlich auch noch ein bisschen Material drin. Und hier nochmal solch eine Postkarte mit einem kostümierten, ich glaube, das war die Luna oder so. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, es ist schon so lange her, wo ich das letzte Mal die Harry Potter Filme gesehen habe. Hier ist noch ein bisschen schöne Spitze aufgetragen, wieder auf dem handgeschöpften Papier von Bivo und eine Eule. Und hier hinten haben wir dann nochmal ein Elixier und damit sind wir auch durch dieses tolle Journal durch. Es hat 48 Seiten und wie gesagt, man kann es eben halt als einzelne Signatur benutzen, wenn man sich so ein richtig schönes, dickes Hexen Journal vielleicht machen möchte. Ich kann euch auch gleich sagen, wie groß das Ganze ist. Das habe ich nämlich bis jetzt immer irgendwie verpasst. Das sind 21 cm und ich denke mal auch hier kommen wir dann auf 14,5, also sprich das gängige A5-Format. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, ich denke mal nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses jetzt hier anzugucken. Und ja, bei Interesse am besten sich bei ihr melden. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen zauberhaften Tag. Und bitte verzeiht mir meine laufenden Versprecher. Aber ja, es ist noch relativ früh am Morgen. Also in diesem Sinne, ich drücke euch ganz, ganz doll und wünsche euch einen zauberhaften Tag. Euer Kreativfalter.